Hey, bist du schon startklar für die Party? Wer ist das? Was meinst du? Ich bin's, Taylor. Wer auch immer du bist. Hör damit auf. Das ist echt nicht lustig. Was redest du, Rachel? Woher kennst du meinen Namen? Ja, weil ich deine beste Freundin bin. Meine beste Freundin ist tot. Wer auch immer du bist. Hör sofort damit auf. Haha, was laberst du? Taylor ist tot. Hahaha. Was ist so lustig? Was du redest, macht gar keinen Sinn. Wenn ich tot wäre, wie könnte ich dir dann schreiben? Bist du es wirklich, Taylor? Natürlich bin ich es. Was stimmt mit dir nicht? Aber wie soll das gehen? Wie ist das möglich? Du bist vor 2 Monaten gestorben. Das reicht. Du musst mit deinem Spaß aufhören. Es ist gar nicht mehr lustig. Aber es ist wahr. Du bist gestorben, Taylor. Gestorben bei einem Autounfall? Ich war bei deiner Beerdigung. Ich habe deinen Sarg gesehen, wie er ins Grab getragen wurde. Jetzt machst du mir Angst. Rachel, du sollst wirklich jetzt aufhören. Ich habe dir nur geschrieben, um zu schauen, ob du auch zur Party kommst. Was für eine Party? Mias Geburtstagsparty. Aber das war vor 3 Monaten. Mias Geburtstag war schon am 26. Januar. Ja, heute... Bitte? Heute ist nicht der 26. Januar. Heute ist der 3. April. Rachel, bist du betrunken? Heute ist der 26. Januar. Gehst du jetzt zur Party oder nicht? Jake ist mit seinem Auto schon auf dem Weg zu mir. Falls du auch kommst, können wir bei dir anhalten und dich einsammeln, damit du mit uns gehen kannst. Jake? Dein Freund Jake? Chip, kennst du irgendeinen anderen Jake noch? Aber Jake ist tot. Was redest du? Er hat es nicht mehr ausgehalten, als du gestorben bist. Es war eine Last für ihn, also hat er sich umgebracht. Ernsthaft jetzt, du musst mit diesen komischen Witzen aufhören. Es ist nicht lustig. Ich mache keinen Scherz. Alles, was ich sage, stimmt. Du bist vor 2 Monaten gestorben. Und heute ist nicht der 26. Januar, sondern der 3. April. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau doch einfach mal auf deinem Handy, welches Datum heute ist. Oder schau dir die Zeitung von heute Morgen an. Rachel, du machst mir Angst. Du machst mir immer mehr und mehr Angst. Wie kann mir meine tote Freundin schreiben? Ich habe gerade das Datum nachgesehen. Siehst du? Hab's dir doch gesagt. Heute ist der 3. April. Nein, du liegst falsch. Heute ist nicht der 3. April. Das ist die Zeitung von heute Morgen? Was? Wie ist das möglich?